Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Expeditionsguide für Outriders. Ich hoffe, das folgende Video hilft euch und ich gebe euch ein paar gute Tipps und Tricks mit auf den Weg für die Expedition Land der Dürre als Technomancer und Solo. Wenn ja, würde ich mich dann anschließend über ein Like oder sogar ein Abo freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was euch gefehlt hat oder was euch gefallen hat und vielleicht sehen wir uns dann später sogar auf Twitch. Land der Dürre ist eine Expedition, die ich vor allem Anfängern sehr gut empfehlen kann. Warum? Meiner Meinung nach ist sie eine Expedition, die sich sehr entspannt erledigen lässt, was auch daran liegt, dass es ein sehr großzügiges Zeitlimit gibt. Ihr beginnt die Expedition in einem sehr offenen Bereich und es kommen ein paar kleinere Perforos auf euch zu und auch die typischen Alphas. Aber im Prinzip nichts Außergewöhnliches oder Überraschendes und ihr kennt die meisten Gegner schon aus den vorherigen Expeditionen. Nehmt euch hier, wie auch beim Rest der Expedition, gerne Zeit, schaltet die Gegner aus der Entfernung aus, wenn ihr als Technomancer unterwegs seid und genießt, dass ihr hier eure Vorteile der Klasse sehr schön ausspielen könnt. Sobald ihr dann die nächste Gegnergruppe ausgeschaltet habt, seht ihr, dass hier in dieser Ecke eine größere Gruppe an kleinen Gegnern spawnt, zusammen mit einem Vogel. Hier kann ich denselben Tipp geben wie immer, verwendet am besten Kälteeinbruch, um die kleinen Gegner festzufrieren und schaltet den Vogel so schnell wie möglich aus. Wie ihr vielleicht hier kurz gesehen habt, geht der Vogel schnell zu Boden, wenn ihr ein, zwei Headshots macht. Dadurch wird der Vogel betäubt und er landet auf dem Boden, was ihn schutzlos macht. Nutzt diese Chance, um ihn schnell auszuschalten und konzentriert euch anschließend wieder auf die kleinen Gegner. Es spawnt dann ein weiterer Vogel und ihr seht hier jetzt gut, dass ich mich hier ausnahmsweise zuerst auf die kleinen Gegner konzentriere. Das hat den einfachen Grund, dass ich aus dieser Distanz noch keine Headshots machen konnte und somit meinen Schaden zuerst auf die kleinen Gegner fixierte. Das sind so diese Ausnahmen, die ihr selber kennenlernt, wenn ihr die Expeditionen öfter spielt. Es folgt dann eine Zwischensequenz und es kommt eine unserer heißgeliebten Brutmütter. Den Tipp, den ich hier geben kann, ist folgender. Schaltet zuerst die kleineren Gegner aus. Ihr seht an diesem Beispiel, dass die Brutmutter ziemlich weit hinten steht und generell sind Brutmütter zwar schon gefährlich, unterschätzt sie ja nicht, aber sie sind eher langsam in ihren Angriffen und es dauert ein Weilchen, bis sie zu euch kommen. Nutzt diese Zeit und die Distanz, um in der Zwischenzeit die kleinen Gegner zu töten. Ihr gewinnt dadurch sehr viel Platz und sehr viel Spielraum und könnt dann im Prinzip zu guter Letzt die Brutmutter gemütlich ausschalten. Sobald ihr die Brutmutter und die kleinen Gegner getötet habt, ist der erste Abschnitt vorbei und ihr könnt den zweiten Abschnitt betreten. Der zweite Abschnitt unterscheidet sich eigentlich nicht stark. Ihr könnt hier wieder, wie ihr bald sehen werdet, aus der Entfernung die meisten Gegner gemütlich ausschalten. Dieser Abschnitt hat eigentlich nur einen einzigen Kniff. Während ihr hier da gemütlich die kleinen Gegner ausschaltet und das auch so fortführt, spawnen im Hintergrund ganz am Ende dieses Abschnittes zwei Brutmütter. Genau, zwei. Aber keine Sorge, ihr könnt hier dieselbe Taktik verwenden wie beim ersten Abschnitt.
Ihr werdet also hier auch wieder zuerst die kleinen Gegner besiegen. Das schafft ihr aufgrund dieses Builds sehr gut. Und sobald alle kleinen Gegner besiegt sind, schaltet ihr die Brutmütter aus. Hier kann ich euch dann jetzt schon vorab einen Profi-Tipp geben. Wenn ihr auf die Brutmütter losgeht, werdet ihr Munitionsprobleme bekommen. Das heißt, ein Magazin der Bestkugeln wird nicht ganz ausreichen, um eine Brutmutter zu töten. Es bietet sich daher dann an, im Kampf gegen die Brutmütter ein bis zwei kleine Gegner am Leben zu lassen. Ihr ballert dann euer Magazin auf die Brutmütter ein und dann, sobald die Munition fast zur Neige geht, tötet ihr die übrig gelassenen kleinen Gegner, um eure Munition wieder aufzufüllen. Sobald diese Stelle kommt, werde ich euch gesondert darauf hinweisen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon in der Entfernung gemerkt, mit diesen blauen Strahlen, dass die beiden Brutmütter gespawnt sind. Aber wie besprochen, konzentrieren wir uns hier zuerst auf die kleinen Gegner, schalten diese aus und lassen im besten Fall ein bis zwei übrig. Sobald die ausgeschaltet sind, geht ihr aus der Distanz auf die Brutmütter und achtet nur auf eine Sache, geht aus diesen blauen Flammen heraus. Sie sind leider nicht immer ganz so einfach sichtbar, aber ihr seid sie wahrscheinlich mittlerweile gewohnt. Sobald die erste Brutmutter down ist, ist die zweite kein allzu großes Problem mehr. Generell habt ihr hier, glaube ich, gut gesehen, dass diese Brutmütter, wenn sie nicht von anderen kleinen Gegnern supportet wird, gar keine große Schwierigkeit darstellen. Ihr könnt anschließend den nächsten und damit auch letzten Abschnitt öffnen. Sobald dieser sich öffnet, nähert ihr euch dem See und es spawnen schon ein paar kleine, ich nenne sie jetzt Mutantenhunde. Und Achtung, es spawnt auch gleich ein großer, den übersehe ich selber gerne, aber da kommt er jetzt gleich aus dem Wasser heraus. Sobald dieser spawnt, ist dieser euer Fokusziel. Das heißt, diesen müsst ihr unbedingt zuerst töten, wie hier. Warum? Er hat diese berühmten Charge Attacks, also Ansturmfähigkeiten, die euch erstens großen Schaden zufügen, zweitens niederhauen und dadurch schnell die Kontrolle verlieren lassen können. Der restliche Abschnitt spielt sich dann ziemlich geradlinig. Ihr versucht weiter Distanz zu gewinnen und auf größere Entfernung die Gegner auszuschalten. Sobald ihr hier die Gruppen fertig habt, seht ihr schon ganz hinten das Gegner spawnen. Lauft dorthin, aber Achtung, auf dem Weg dorthin spawnt wieder ein großer Behemoth. Wie vorhin gilt, auf diesen konzentrieren, ausschalten und damit viele Probleme umschiffen. Sobald ihr dann euren Weg fortsetzt, seht ihr, dass ein Kriecher auf euch wartet. Wie bei allen anderen Minibossen ist es so, dass diese sehr einfach sind, wenn sie alleine auf euch zukommen. Das ist bei den Perforos generell so und das versuche ich auch in jedem Guide ein wenig mitzugeben. Sobald ihr die Kontrolle habt über das Schlachtfeld und vor allem, ich sage jetzt mal, den kleinen Mist beseitigt habt, habt ihr genug Platz und genug Zeit, euch um die großen Gegner zu kümmern. Das sollte hier immer euer Fokus sein. Ihr aktiviert dann diesen Hebel und genau mit der Aktivierung hüpfen zu eurer linken und rechten Gegner aus diesem ehemaligen Sumpftümpel. Es spawnt auf der rechten Seite unser geliebter Behemoth, den ihr wieder mal schnell ausschaltet. Dieser hat hier absoluten Fokus. Ich habe ihn einmal stehen gelassen, ungewollt, und es war ein ziemliches Problem. Denn sobald er einmal Fahrt aufgenommen hat und euch ständig niederwirft, könnte es sehr knapp werden. Versucht also wirklich euren Fokus auf dieses Ungetüm zu setzen. Sobald ihr dann die Gegner ausgeschaltet habt, spawnen immer wieder kleinere, auch größere Gegner nach. Es kommen Alphas, es kommen auch noch ein bis zwei Kriecher, wenn ich mich nicht täusche, und zu guter Letzt kommen auch noch zwei Brutmütter. Ihr habt auch gesehen, es kommt hier auch ein Vogel. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, hey, du hast doch gesagt, diese Expedition ist was für Anfänger. Ihr habt jetzt gerade gut gesehen, warum. Ihr spielt hier in einem extrem großen, weitläufigen Gebiet.
Und hier könnt ihr euch einer Taktik zunutze machen, die ich gerne verwende. Ihr könnt diese Gegner kiten. Was bedeutet kiten? Ihr zieht sie hinter euch her, immer dann, wenn es ein wenig knapp wird. Lauft also weg im Sprintmodus, werft eine Eisbombe, um sie einzufrieren, auch euer Eisgeschütz, so wie hier, und gewinnt sehr gut sehr viel Abstand. Und dadurch, dass diese Gegner im Gegensatz zu den menschlichen Gegnern keine Schusswaffen haben, können sie euch fast nichts antun, wenn ihr wegläuft. Und durch diesen Distanzgewinn schafft ihr wieder die Kontrolle für euch und habt keine Probleme, die Gegner auszuschalten. Sobald ihr also diese Gegnerwellen besiegt, spawnt zu guter Letzt noch eine grüne Brutmutter zusammen mit ein paar anderen Gegnern. Und hier gilt das bereits Gesagte. Konzentriert euch zuerst auf die kleineren Gegner, die spawnen, verschafft euch die Kontrolle über das Schlachtfeld und im Notfall einfach ein wenig im Kreis laufen. Ich habe diese Taktik auch schon im 2er- und 3er-Teams verwendet, für euch zur Info, und es hat super funktioniert. Das heißt, wenn ihr eure Freunde oder Kollegen durchziehen möchtet, bietet sich diese Expedition wirklich fabelhaft an. Denn auch bei wenig Damage Output und bei kleinen Fehlern habt ihr einfach genug Zeit, hier immer im Kreis zu laufen, Abstand gewinnen, Gegner einfrieren und wieder losballern. Und sobald wir dann den letzten Gegner ausgeschaltet haben, kommt unsere heißgeliebte Slow-Mo-Animation und wir wissen, dass wir die Expedition erfolgreich abgeschlossen haben. Ich wünsche euch an dieser Stelle viel Glück und einen grandiosen, legendären Loot. Vielen Dank auch fürs Zusehen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like, ein Abo, einen Kommentar, irgendetwas hinterlässt. Gerne auch konstruktives Feedback, ich bin offen für jegliche Verbesserungsvorschläge. Und wenn alles gut läuft, sehen wir uns hier wieder auf YouTube oder live auf Twitch. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei Outriders und stehe euch bei Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. In diesem Sinne, macht es gut, euer Dr. Coach.